Ey, folgendes Szenario. Wir haben Anfang der 2000er, du bist das erste Mal in Berlin und plötzlich steht deine Gruppe mit absurd bunten Pullis vor dir. Du denkst dir noch, was für ein komischer Opa-Style. Dann zieht einer ein Butterfly und nimmt dir alles weg. Die bunten Pullis sind Carlos und hättest du es gewusst, wer sie trägt, hättest du rechtzeitig die Straßenseite wechseln können. Hätte man wissen können, wenn du mehr im Rap wärst. Ja, immer noch Sound für das Ghetto, kein Radio. Immer noch Butterfly unter dem Carlo. Harbi jeden Tag auf Darbi in meinem Carlo Colucci. Yo, Carlo Koksnoten, ich komm auf die Party und mach Stress ohne Grund. Drohns, ich träum von Särgen mit Colucci-Muster. Aber warum eigentlich? Da ist einiges im Spiel. Australische Landschaften, Bill Cosby, eine Familie aus Oberfranken und natürlich Flair. Lass nochmal von ganz vorne anfangen. Ende der 80er, Anfang der 90er war modisch gesehen sowieso eine sehr bunte Phase. Man rockte bunte Trainingsanzüge, wild gemusterte Pumperhosen und farbenfrohe Strickpullis zu Blue Jeans. Aber wer war der erste Mainstream, der diesen Pullover-Style gerockt hat? Ich kenne Carlos eigentlich durch die Sprüher-Szene ja auch viel. Bill Cosby. Zu der Zeit war die Cosby-Show der größte Hit im TV, lange bevor er wegen sexualisierter Gewalt in die Schlagzeilen kam. Die Show war besonders bei der schwarzen Community sehr beliebt. Immer dabei Bill Cosbys verrückter Pullover. Die Sweater wurden zum kulturellen Phänomen. Das hatte aber eigentlich ganz pragmatische Gründe. Aus Gemütlichkeit wollte Cosby keine Anzüge tragen. Aber die Kameras kamen damals mit den normalen Strickpullis nicht zurecht. Engmaschige und einfarbige Muster brachten nämlich das Bild zum Flimmern. Also mussten große Pattern und andere Texturen her. Auf jeden Fall spannend, dass das irgendwie nicht fashiontechnisch irgendwie verwurzelt ist, sondern tatsächlich irgendwie so einen pragmatischen Produktionsgrund. Ne? Wie ich gehört habe, war das damals eine Herrenmode für so ältere Herrschaften, damit die auch bunte Sachen anziehen können. Aber am Ende ist es die Mode für ein paar tausende kriminelle Jugendliche geworden. Also, den Style gab es zwar, aber wie es immer ist, dann gibt es Marken, die das Ganze auf die Spitze treiben, was Designs, Farben und Preise angeht. In diesem Fall zum Beispiel Coogee. Cosby trug zwar nie Coogee-Sweater, die waren ihm zu wild, aber machte den Style in der schwarzen Community populär. Damit war der Grundstein gelegt. Coogee kommt eigentlich aus Australien und wurde 1969 von Jackie Toronto gegründet. Damals hießen sie noch Gucci, also wie Gucci, nur andersherum. Ja, sehr einfallsreich, der Bruder. Über Torontos Leben weiß man nicht viel. Aber irgendwann hat er angefangen, richtig wilde Strickpullis zu produzieren, die er nur US-amerikanische und europäische Touris verkaufte. Ein echtes Down Under-Souvenir. Die wellenförmigen Muster in knallbunten Farben erinnern an die Landschaftsmalereien der indigenen Völker Australiens, die auch kartografische Funktionen erfüllen. Man merkt schon, dass das an was Landschaftliches anknüpft. Aber die fand ich nicht mal so geil, ja. Die erinnern mich immer irgendwie komischerweise an Flickenteppich von Tante, ja. In den 1980ern boomte der Tourismus in Australien. Nicht zuletzt wegen Paul Hogan und Crocodile Dundee. Und die Coogee-Sweater wurden zum Statussymbol für die weiße Oberschicht. Globetrotter im Country Club mit auffälligen Pullovern im oberen dreistelligen Dollarbereich. Und da wären Coogee-Sweater auch beinahe geblieben. Wären dann nicht zwei Männer, die die schwarze Kultur am Ende des 20. Jahrhunderts geprägt haben wie kaum andere. Zum einen, wie schon erwähnt, Bill Cosby und dann natürlich auch Notorious B.I.G. Von dem habe ich so auf jeden Fall auch gepeilt, ja. Kommen wir dann auch wieder dazu, dass eigentlich so ein Altherrenpullover war, ja, der gut ausgeschnitten wurde, so. In New York begann Anfang der 90er in Pipes, das den australischen Sweater zu rocken. Einer von ihnen, Wall G, der war mit dem Stylisten von Biggie befreundet. Angeblich trafen die drei sich immer mal wieder auf Pub Lanz und Dor Perignon. Dann ging's zusammen in Clubs. Biggie in Camo-Jacke und Timberland Boots, Wall G mit Kangol-Hat und Coogee-Sweater. Da hat sich der Rapper gleich inspirieren lassen. Der Coogee-Sweater wurde zu Biggies Markenzeichen. Gleich neben Versace-Sonnenbrillen und dem Jesus Piece. Klar, dass er die Brand auch in seinen Texten erwähnt. However, I stay Coogee down to the socks. Every cutie with the booty for the Coogee. However, living better now, Coogee sweater now. Ja, Placement bevor das offiziell ein Game war, ne? Oldschool-Influencer. Biggie macht Coogee zum Hip-Hop-Statussymbol. Was der Rapstar trug, wollten seine Fans auch. Coogee wurde in den 90ern neben Fubu und Pelle Pelle zur wichtigsten Streetwear-Marke im Hip-Hop. Aber 2002, fünf Jahre nach Biggies Tod, war der Hype erstmal vorbei. Jackie Toronto musste die Firma verkaufen, und zwar an Norman und Bruce Weisfield, die ihre Finger auch schon bei Fubu im Spiel hatten. Die Brüder witterten das große Geld und vergaben Lizenzen an billige Massenhersteller. Qualität, Exklusivität, Uniqueness, alles was Coogee in den 90ern ausgemacht hatte, ging verloren. Wie das so häufig ist, ne? Wenn Marken ihre Besitzer wechseln, verliert sich oftmals der Spirit der Brand. In den Nullerjahren wurde Coogee zur Discount-Marke. Ich schwöre, ich hätte Mutter gefickt. $69, ich hätte alles gekauft. Ein bisschen trashig. Und die heutige Coogee-Präsidentin sagt sogar Ghetto. Da zeigt sich, wenn reiche Rapper Coogee tragen, finden die Investoren das gut. Wenn aber die nicht so reichen Fans aus der Hood Coogee wollen, macht man sich Sorgen ums Image. Trauer, dabei sind die, die groß gemacht haben, Alter. Was soll ich sagen, Dicker? Wir machen diese Marken kaputt.
Trends kommen, glaube ich, in diesem Bereich eher von der Straße dann auch wieder zu den Labels als andersrum. Viele Sachen kommen aus der Hood. Eigentlich kommen alle Sachen von unten, Bruder, und dann orientiert sich so der Mainstream dran. So. Was ja auch irgendwie zeigt, dass man die Kultur nicht wirklich schätzt. Aber so ist das, undankbare Scheiße. So richtig bergauf ging es dann mit Coogee erst wieder vor 10 Jahren. Willy Esco wurde 2012 neuer Creative Director, beendete die Geschäfte mit Lizenzen und machte Collabs mit Rag & Bone und Supreme klar. Gleichzeitig begannen die Leute auf Social Media sich für Vintage Coogees zu interessieren und im New Yorker Hip-Hop erinnerte man sich an Biggies Erbe. Coogee down to the socks, like I'm Biggie Papa. Kurz darauf wurde dann auch Biggies Coogee Sweater neu aufgelegt. Sogar MMA-Fighter Conor McGregor wurde damit gespottet. Der Coogee-Hype hält bis heute an und Vintage-Pieces aus dem letzten Jahrtausend begeistern immer noch Sammler aus aller Welt. Und mittlerweile kennt ihr das ja. Was in den USA gehypt wird, schwappt auch irgendwann nach Deutschland. Obwohl, hier war es anders. Klar, Biggie kam schon immer irgendwie an Pullis aus Australien. Aber in Deutschland gibt es ein anderes Down Under. Bayern. Ja, unsere kulturelle Außenstelle. Bruder, Lüge kommt aus Berlin. Bruder, alles was krass ist, kommt aus Berlin. Aus dem oberfränkischen Herrieden kommt eine Fashion-Brand, die Coogee zum Verwechseln ähnlich sieht. Kasimir trägt Carlo, Jizzes, Said sowieso, Xatar auch und Flair hat's erfunden. Also, Retalk, er hat's erfunden. Er war ja auch wieder sprüher, oder? Deshalb passt schon, dass es da bei ihm vielleicht aus der Ecke kommt. Ich glaube, die haben es aber auch adoptiert von den Jungs so von damals aus Kreuzberg, Neukölln. Weißt du, die haben es ja auch gesehen. Nee, Bruder, die haben das von der Straße, das kommt von der Straße, Bruder. Vor allem gab es niemanden, der über Carlos gerappt hat. Also nochmal, was haben Strickpullis eines fränkischen Familienunternehmens mit Rap zu tun? Erstmal gar nichts. Ein Typ namens Theodor Nergelein hat in der Nachkriegszeit angefangen, Unterwäsche und Strickmode für Damen herzustellen. Theodor came a long way. Ende der 70er ist sein Sohn Willem ins Geschäft eingestiegen. Seine Idee? Mode mit italienischem Flair, made in Germany. Die Deutschen hatten nämlich seit den 50ern einen heftigen Italien-Fimmel. Um 1960 ging jeder 10. Urlaub nach Italien. Durch italienische Gastarbeiter lernten die Deutschen Spaghetti und Pizza kennen und auch die Mode schwappte herüber. Capriosen, Lido-Kragen und bunter Strick. Die neue Marke der Firma Nergelein. Carlo Colucci. Der italienische Name kam angeblich aus dem Telefonbuch. So simpel kann's laufen, Alter. Also, falls jemand einen Markennamen braucht, ich habe auch nochmal einen exzentrischen Nachnamen abzugeben. Es war halt voll wichtig, dass das sich dann irgendwie italienisch anhört, also wenn du Mode machst, Bruder. Mit mediterranem Marketing und passendem Slogan traf Carlo Colucci den Zeitgeist und wurde zur angesehenen Luxusmarke. Du weißt, Bruder, jetzt Ärzte, Anwälte, die am Wochenende Golf spielen gehen, exklusiv und elitär halt. Aber ihr könnt euch schon denken, auffällige Kleidung lockt auffällige Menschen an. Zum Beispiel Berliner Sprüher. Jeder Pullover ist ja sowieso ein Stück Kunst immer, ne? So. Und vor allem, du hast die Farbflecken nicht gesehen, wenn du mal geklickert hast. Das ist der Vorteil auf jeden Fall. Ja, die haben auch einen Fick darauf gegeben, Bruder. Die Dinger sahen aus wie Scheiße danach, ja. Lauter Flecken drauf. Und die ersten Carlos, die ich auch bekommen habe, hatten alle eigentlich am Handgelenk ein Loch. Diese Magneten waren doch da drin, ja. Manchmal hat man auch darauf geguckt, ob dann wirklich gekauft wurde, weißt du, oder ob man gezockt hat oder so. Also schon ein Statussymbol damals, aber anders als heute. Vielleicht haben die die Carlos in der Unterwelt entdeckt. Vielleicht haben die es wiederum von süddeutschen Bonzen. Auf jeden Fall kamen sie auf den Carlo-Film. Weil wenn man auf der Straße Geld macht, will man auch, dass die Straße sieht, dass man Geld macht. So sieht's aus. Man wollte zeigen auf jeden Fall. Alle sollten sehen, Defi. Und da war halt einfach, weil man wusste, mit einem so einem Teil so kostet so und so viel Geld, Bruder. Da war die Schnittstelle von den Sprühern und den Kriminellen. Wenn das zwei Kreise sind, wenn das die Hypotenuse ist, war hier die Schnittmenge in der Mitte. Solltet ihr aufpassen in Mathe. Und in Berlin war Anfang der 90er eh einiges los. Ich würde nicht sagen, dass deren Generation hat ein härteres Leben. Das war, du weißt, war gerade erste Generation von Flüchtlingskindern. Berlin war geteilt, dann nicht mehr. Grundsätzlich war Berlin ja nicht nur politisch geteilt, sondern ja auch kulturell. Und ich denke, dass da auch einfach in der Modewelt ganz viel aufeinander geprallt ist, als die Grenzen gefallen sind. In dieser chaotischen Phase entstand eine neue Generation von Kleinganoven, Straßenbanden und Graffiti-Crews. Die Uniform, Air Max, Levi's 591, Lederjacke, vielleicht ein Messer und Colucci. Kann man zustimmen, passt. Ist der Look. Aber diese Hood-Leute haben nie diese Baggy-Filme gefahren. Ja, ich erinnere mich auch noch so an die ersten NWA-Sachen, da hatten die auch alle keine Baggy-Klamotten an. Da waren Jeans eigentlich auch relativ tight.
Dabei war es überhaupt schon schwer, an Carlos zu kommen. An der Stelle schaudert dann Palazzo. Die kam auch dann einfach aus dem Nichts und es war so der billigere Karl. Aber ich fand, man hat es auch gemerkt. Ich bin so erstickt in dieser Wolle. Ja, so. Bruder, die waren sehr warm. Gab's doch diesen Laden bei Karl-Marx-Straße. Daneben Döner 44 heute. Da hast du die geholt. Entweder hat man irgendwie ein paar hundert D-Mark zusammengekratzt oder man kam per Diebstahl zum Ziel. Ich habe wirklich nur in Berlin gehört, dass Leuten so Pullis, Jacken, Broschüre einfach abziehen. Das war ja meistens so Sachen, die du beim Herrenausstatter bekommen hast. Zu dritt, zu viert reingegangen, man musste ein bisschen ablenken und so. In diesem Umfeld ist die erste Generation deutscher Straßenrapper groß geworden. Und für Flair und Bushido zählten deshalb im Leben nur drei Dinge. Auch der Name ist krass einfach, Digga. Da musst du erstmal drauf kommen, Digga. Was brauchst du im Leben, Digga? Carlo Koksnutten. So nannten sie auch ihr gemeinsames Album. Sogar das Logo war Colucci nachempfunden. Halt mit Butterfly statt Icarus. Deutscher Gangster-Rap war damals noch Nischenphänomen und außer den Freunden von Flair und Boo interessierte das nicht viele. Aber die beiden wurden zu Stars und der Colucci-Sweater wurde zum Symbol von Berliner Straßenrap. Carlo Koks, das war so das Erste, oder? Spannend irgendwie, dass das Schicksal von den Colucci's in Deutschland so eng verwogen ist mit der Deutschrap-Kultur. Vor uns hatten ja gar nicht gewusst, dass es sowas Besonderes ist, weißt du, was ich meine? Also im Sinne davon, dass man darüber Mucke macht oder so. Das war für uns einfach Stani. Kleiner Funfact. Erinnert ihr euch noch an die Sache mit der Cosby-Show und den Fernsehkameras? Bei Bushido 2002 war es genau andersrum. Bei Tobi Schlegel auf Viva musste er sein Colucci-Pullover gegen ein lilanes Hemd aus der Garderobe tauschen. Sein Kommentar dazu? Mann, die sind echt voll die Opfer. Carlo Colucci forever. Willem Nägelein wusste jedenfalls schon 2006, dass die Marke bei jungen Leuten vor allem durch Straßenrap beliebt wurde. Ende der Nullerjahre ging es dann bergab mit Deutschrap. Und auch Carlo Colucci steckte in der Krise. Familie Nägelein musste 2009 die Produktion einstellen. Übernommen wurde die Marke von der Jansen Textil GmbH. Kaufen konnte man Carlo Colucci fortan nur noch exklusiv bei Danilo Herrenmode in Solingen oder halt gebraucht auf eBay. Ganz ging das Interesse aber nicht verloren, denn Carlo Colucci ergänzte die Hauptkollektion früher immer mit monatlichen Drops. Besonders die Artikel aus der Goldedition, auch Königs Carlos genannt, wurden später zu heiß begehrten Sammlerstücken. Klar, dass auch das Geschäft mit Vintage Carlos so richtig groß wurde. Okay, Bruder, die Säcken sind frisch, mit Carlos älter als ich. Damals war das ja auch so, dass die Carlos so generationsmäßig weitergegeben wurden. Wir haben auch unseren bekommen, ne? Ich habe einen von Fake bekommen, du auch? Ja. Fake, Baby. Meiner hat ein Loch, aber ist nicht schlimm, oder? Die Leute haben nicht mehr so Bock auf diese Massenware, auf diese Standardware und es macht schon Sinn, dass eine Brand, die so hohen Wiedererkennungswert hat, da auch wieder mit boomt. Die geilen Dinger kriegst du teilweise echt wirklich schon noch über eBay so. Dann stinken die halt auch schon so. Oder die sind halt alt, die Lappen, was soll man sagen. Mitte der 10er Jahre kam dann einiges zusammen. In den USA kam es zum Coogee-Comeback und ab 2013 startete Colucci eine neue Marktoffensive. Und ein paar echte Kenner gaben wieder Shoutouts an Carlo. Auf meinem T-Shirt steht Colucci. Was steht da? Colucci. Nack mit Haschisch im Kaschmir. Pulli, Carlo Colucci. Brusthaare am Pulli von Carlo Colucci. Carlo Colucci, ich hab mein Kostüm an. Hallo Bre! Mann, die billigsten Carlos kriegst du aus Tegel, Alter. Alle Gangster wandern da ein mit ihren schicken Klamotten. Darunter auch jede Menge Carlos. Alles, für das sie eigentlich reingegangen sind, am Ende für Statussymbole, die haben sie halt da drinnen getauscht, sei es Kaffee oder was zum Kiffen oder irgendwas. Und ich habe meinem Bruder hier und da mal was anderes reingeschmuggelt, was er dann da drinnen sozusagen in Klamotten umgewandelt hat. Und da musste ich mir ab und zu an der Pforte halt so Taschen abholen. Mit Trainingsanzügen, Lederjacken und weiß ich nicht, halt komplette Outfits. In einem Interview von 2015 erzählt Bones sogar, dass er sich wegen Bushido ein Colucci-Sweater fürs Fotoshooting gekauft hat. Flair hat dann 2018 sein Album Colucci genannt, um klarzustellen, wer der wahre Trendsetter ist. Es sei ihm gegönnt. Dazu gab es ein Carlo-Type-Sweater in der Premium-Box. Und es passt einfach. Es ist so Straße, aber klingt edel. Hat er recht, ja. Wo er recht hat er recht. Heute ist der Colucci-Pulli natürlich ein Certified Street Classic. Das hat auch deren Marketingabteilung erkannt. Und letztes Jahr Werbung mit Echo Fresh gemacht, mit Mattel gearbeitet und aktuell gibt es seine Kollektion mit Maxwell von der 187 Straßenbande zu kaufen. Am Ende natürlich nur noch eine Fashion-Kollabo. Die gibt's wie Sand am Meer. Aber Carlo Colucci ist wie Coogee eine besondere Marke, weil sie durch Hip-Hop am Leben gehalten wurde. Man hat ja auch Ewigkeiten auf wirklich so andere Sachen denn gewartet, weißt du, wie Caps oder Trainingsanzüge oder alles Mögliche so. Ja, haben die nie auf die Reihe gekriegt, Alter. Die brauchen irgendwie neue Designs. In 6-7 Jahren kommen die wieder. Immer eine neue Generation. Und vor allem durch die Erinnerung an die Ikonen, durch die sie bekannt wurde. Dort Biggie, hier Flair und Bushido. Die farbenfrohen Sweater bleiben jedenfalls eine schöne Abwechslung zum grauen Alltag. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Lieblingsitaliener in Oberfranken und Jalla. Abonniert den Kanal.
Ja, vielleicht braucht auch alles immer wieder seine Zeit, weißt du, was ich meine? Dass erstmal wieder ein bisschen weg vom Fenster ist und das dann irgendwann wiederkommt. So. Wir hatten es doch mit allen Sachen, Bruder. Man hat eine Zeit lang haben die coolen Leute Jordans getragen, dann hat jeder Pimmel Jordans getragen. Es war mit Chuck so, es war mit allen so. Ja, und jetzt ist gerade so bei Carlo diese Mainstream-Phase.